Guten Tag, meine Damen und Herren. Die Bundeskanzlerin berichtet Ihnen jetzt über diesen zweitägigen Europäischen Rat. Ja, meine Damen und Herren, wir hatten einen sehr arbeitsreichen und auch einen sehr bewegenden Europäischen Rat, der gestern ja begonnen hat, nicht in Brüssel wie normalerweise, sondern in Ypern. Und diese Erinnerung an den Beginn des Ersten Weltkrieges hat auch die Dinge doch beherrscht in den Geist, in dem wir viele Beschlüsse gefasst haben, denn das war schon sehr bewegend zu sehen, wo wir heute in Europa stehen, wie wir friedlich zusammenleben können und wie es vor 100 Jahren hier in Europa aussah. Dazu passend war genauso bewegend heute die Unterzeichnung der Assoziierungsabkommen und ich glaube, das war auch ein ganz wichtiger Schritt. Aber was die Ergebnisse anbelangt, möchte ich beginnen damit, dass der Europäische Rat mit qualifizierter Mehrheit, soeben, wie Sie ja auch schon wissen, Jean-Claude Juncker als Vorschlag für den Kommissionspräsidenten dem Parlament übermittelt. Wir haben hierzu eine Entscheidung gefällt und das Europäische Parlament kann jetzt entsprechend den Verträgen einen Kommissionspräsidenten wählen. Ich glaube, dass die Entscheidung für Jean-Claude Juncker eine ist, die uns einen Kommissionspräsidenten gibt, der über europäische Erfahrung verfügt und der auch, so hat er es uns auch nochmal in den letzten Tagen immer wieder gesagt, auf die Wünsche der einzelnen Mitgliedstaaten genauso natürlich wie auf die Wünsche des Parlaments eingehen wird. Und diese ganze Diskussion um einen Spitzenkandidaten hat dazu geführt, dass wir nicht nur heute eine Entscheidung über eine Person gefällt haben, sondern dass wir auch eine strategische Agenda für die nächsten 5 Jahre miteinander verabschiedet haben. Und diese strategische Agenda bietet die Grundlage dafür, dass wir auch mit dem Parlament in einer großen Gemeinsamkeit die großen Aufgaben Europas in den nächsten 5 Jahren in Angriff nehmen können. Das ist ganz klar, dass wir eine Neuausrichtung brauchen, die orientiert ist auf Stabilität der Finanzen, auf Wachstum, auf Beschäftigung, auf Innovation, auf Abbau von Bürokratie. Dies alles kommt sehr klar in dieser strategischen Agenda zum Ausdruck und deshalb unterstütze ich diese Agenda außerordentlich. Für uns war wichtig, dass wir die Arbeit, die wir in den letzten Jahren geleistet haben, jetzt nicht in Frage stellen. Es hat ja eine Diskussion um den Stabilitäts- und Wachstumspakt gegeben und der Text sagt ganz eindeutig aus, auch Beschlussfolgerungen, dass der bestehende Stabilitäts- und Wachstumspakt gilt und dass er ausreichend Flexibilitäten enthält, um die Fragen von Stabilität und Wachstum gleichermaßen adressieren zu können. Und es ist auch sehr, sehr deutlich geworden in unseren Aussagen, dass Strukturreformen die notwendige Voraussetzung dafür sind, dass Wachstum wieder entstehen kann. Wir haben dann neben der strategischen Agenda, die sich teilweise auch in den Schlussfolgerungen wiederfindet, die neben den Fragen des Wachstums und der Jobs auch Klima- und Energiefragen, die Fragen des Raums der Freiheit und des Rechts und der Justiz mit einbezieht. Daneben haben wir natürlich uns ganz ausführlich mit der Ukraine beschäftigt. Nach der Unterzeichnung der Assoziierungsabkommen durch Georgien, Moldawien und die Ukraine war Präsident Poroschenko bei uns, um uns noch einmal über die Lage in der Ukraine zu berichten. Hier hat er sehr deutlich gemacht, dass er einen sehr mutigen Schritt gegangen ist, als er einen einseitigen Waffenstillstand verkündet hat. Und leider muss man am Ende der ersten Phase dieses Waffenstillstandes, und dieses Ende wird ja heute um 22 Uhr kommen, sagen, dass die Fortschritte und auch die Reaktionen auf seinen Friedensplan, der ja insgesamt 15 Punkte umfasst, nicht zufriedenstellend sind. Und deshalb haben wir heute noch einmal klargemacht, dass wir jetzt in den nächsten Stunden, muss ich sagen, erwarten, dass es Fortschritte gibt. Es gab einige positive Entwicklungen, das will ich nicht unbeachtet lassen, zum Beispiel, dass der russische Präsident den Beschluss des Föderationsrates erbeten hat, zurückzuziehen, dass es eine Invasion in der Ukraine geben kann. Es gibt eine Anerkennung auch des frei gewählten Präsidenten Poroschenko in der Ukraine. Aber an anderen Stellen haben wir leider noch keinen Fortschritt erzielt, insbesondere
ist von Seiten der Separatisten der Waffenstillstand nie richtig angenommen worden. Es gibt zahlreiche Tote, zahlreiche Verletzte, jeden Tag neue Entführte. Und deshalb ist jetzt ganz wichtig, dass wir hier Fortschritte erzielen. Und es gab seit der Verkündung des Waffenstillstands eben auch die Erscheinung, darauf hat er heute nochmal sehr hingewiesen, dass drei Grenzübergänge zu Russland von den Separatisten erobert wurden, obwohl Waffenstillstand war, was natürlich dazu führt, dass permanent auch bestimmte Güter aus Russland nach in die Ukraine hineinkommen können, was die Situation natürlich erschwert. Deshalb haben wir heute bestimmte Vorgaben gemacht, die auch erfüllt sein müssen, damit sich ein weiterer Waffenstillstand dann nach einer bestimmten Zeit auch rechtfertigen lässt. Präsident Poroschenko wird selber heute verkünden, wie lange er diesen Waffenstillstand noch einmal verlängert und was er dann erwartet. Aber wichtig ist, dass die Grenze wieder von der Ukraine kontrolliert wird, dass Geiseln freigelassen werden, dass die Kontaktgruppe, so wie sie sich heute wieder getroffen hat, auch weiter arbeitet und eine klare Agenda hat, die mit dem Friedensplan zusammenhängt und dass die Freilassung von Geiseln erfolgt, inklusive im Übrigen der OSZE-Geiseln und natürlich auch, dass die sogenannten Checkpoints, also die Punkte, an denen die ukrainische Armee steht und das Gebiet, das von den Separatisten beherrscht wird, sozusagen abgrenzt, dass diese an diesen Punkten auch OSZE-Beobachter den Waffenstillstand mit überwachen. Das waren alles Punkte, die für ihn wichtig sind. Wir haben das in unsere Beschlusslage mit aufgenommen und gesagt, wenn an all diesen Stellen kein Fortschritt sichtbar ist, dann sind wir auch bereit, weitere Entscheidungen zu fällen, respektive auch weitere tiefgreifende Maßnahmen zu ergreifen. Ich will noch einmal betonen, dass das Assoziierungsabkommen, das die Ukraine heute unterschrieben hat, natürlich gilt. Die Ukraine hatte ja einen Teil des Assoziierungsabkommens bereits unterzeichnet, anders als Moldawien und Georgien. Aber der Handelsteil war noch nicht unterzeichnet. Heute ist der Handelsteil unterzeichnet worden. Allerdings, und das ist mit Russland abgesprochen, wird der Handelsteil nicht sofort angewandt, sondern es wird technische Gespräche zwischen der Ukraine, Russland und der Kommission geben. Alle Beteiligten haben sich dazu bereit erklärt. Und solange gilt die vorläufige Anwendung nicht, bis hier nicht Lösungen gefunden sind, die sicherstellen, dass auch die Bedenken Russlands mit aufgenommen und werden und auch berücksichtigt werden können. Ich hoffe, dass das gelingt. Alles in allem also ein sehr bewegender, ein sehr effektiver und ein sehr wichtiger Europäischer Rat, denn mit unserer strategischen Agenda und auch mit der Personalentscheidung für Jean-Claude Juncker gehen wir jetzt in die nächste Legislaturperiode hinein des Europäischen Parlaments, das sich nächste Woche konstituieren wird, das dann rechtzeitig entscheiden kann, auch über die dort anstehenden Personalfragen. Und da wir davon ausgehen, dass am 16. Juli die Wahl des Kommissionspräsidenten im Europäischen Parlament stattfindet, werden wir uns am selben Abend hier im Brüssel treffen als Rat, um dann über die noch anstehenden Personalentscheidungen zu beraten. Das war's in Kürze von wichtigen Stunden für Europa. Ja, es gibt Fragen, Herr Niklas.